Zuallererst benötigt ihr für eure Größe eine Luftmaschenkette, die locker über eure Brust passt. Also sie sollte nicht zu locker, aber auch nicht zu eng sein. Für die Größe 36-38, die ich hier häkeln werde, werde ich 220 Luftmaschen anschlagen. Nachdem ihr die Luftmaschenkette fertig gehäkelt habt, geht ihr nun auf die Nadelstärke 2,5, häkelt 2 Luftmaschen hinzu, dreht die Luftmaschenkette und stecht unten in die untere einzelne Lasche dieser Masche ein. Also die ersten 2 freilassen und in die dritte einstechen, Faden holen und ein halbes Stäbchen abmaschen. Am besten den Marker setzen. Und ab hier wird die ganze Reihe mit halbem Stäbchen erst einmal gehäkelt. Ich zeige euch das nochmal vom Nahen. Hier in die untere einzelne Lasche einstechen, Faden holen und ein halbes Stäbchen abkämmen. Zur Wolle kann ich nur sagen, die ist recht dünn, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Dadurch, dass wir mit einer 2,5er Nadel häkeln, hält sich das Ganze wirklich in Grenzen. Ich kann auch sagen, mittlerweile, das ist so einer meiner Lieblingswollarten, was das dünne Häkeln, also Filet-Häkeln anbelangt. Vor allen Dingen haben sie eine schöne Struktur und das Endergebnis sieht auch echt toll aus. So, für die zweite Reihe 3 Luftmaschen, das Ganze drehen. Und jetzt stecht ihr in die dritte Luftmasche ein und häkelt ein Stäbchen. Danach nochmal 4 Stäbchen in die gleiche Masche. Am besten setzen. So, die ersten 2 Luftmaschen, die lassen wir frei für die ersten beiden Stäbchen. Die mittlere ist für die Masche, die belegt ist, und die anderen beiden sind die 2 Luftmaschen, die wir danach freilassen. Deswegen für den nächsten Fächer 4 Maschen freilassen und in die fünfte 5 Stäbchen häkeln. So, und so zieht sich jetzt die Reihe weiter. Wieder 4 Maschen freilassen und in die fünfte 5 Stäbchen häkeln. Hier freilassen und in die fünfte 5 Stäbchen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also die ersten beiden freigelassenen sind für die ersten beiden Stäbchen, das mittlere für das belegte und so weiter und so fort.
Und am Ende wieder zwei Luftmaschen oder zwei Maschen freilassen und ein Stäbchen häkeln. Kommen wir nun zur dritten Reihe. Wieder drei Luftmaschen, das Ganze wenden, und nun ein Umschlag. Als erstes kommt ein Reliefstäbchen von hinten nach vorne um das Stäbchen herum, um das erste. Faden holen, durchziehen, durch zwei Laschen, Faden nochmal holen, in die nächste Masche einstechen, durch zwei Laschen ziehen, drei Laschen auf der Nadel und zusammen abmaschen. So haben wir jetzt ein Reliefstäbchen und ein danach folgendes Stäbchen zusammen abgemascht. Hier direkt wieder den Marker setzen. In das mittlere Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Also die Abnahme, die wir mit den ersten beiden gemacht haben, müssen wir da jetzt wieder eine Zunahme häkeln, beziehungsweise zwei Zunahmen, da jetzt die nächsten beiden wieder eine Abnahme. Also wir stechen erst normal in das Stäbchen ein, durch zwei Laschen auf der Nadel, ein Umschlag und bei der letzten wieder um das Stäbchen herum, nach vorne gezogen, durch zwei Laschen, dann drei Laschen auf der Nadel und zusammen abmaschen. Und so sieht es dann aus. So, beim nächsten auch wieder. Die ersten beiden zusammenfügen. Die erste als Reliefstäbchen halb abhäkeln, zwei Laschen auf der Nadel. Das zweite Stäbchen normal einstechen, zur Hälfte abhäkeln, drei Laschen auf der Nadel und gemeinsam abmaschen. Das war eine Abnahme. Jetzt die Zunahme mit einem Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und jetzt wieder die Abnahme in das vorletzte Stäbchen. Einstechen, halb abhäkeln und in das letzte ein Reliefstäbchen, auch halb abhäkeln und gemeinsam abmaschen. Und auch so arbeitet ihr jetzt die ganze Reihe und erzeugt dadurch solche Blütenköpfe, sage ich jetzt mal, oder Blätter. Noch ein letztes Mal, also ein Reliefstäbchen, halb abhäkeln, in die zweite einstechen, ein Stäbchen, halb abhäkeln, drei Laschen auf der Nadel und zusammen abmaschen. In die mittlere ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. In die vorletzte wieder normal einstechen, ein halbes Stäbchen. Und in die letzte wieder ein Reliefstäbchen, halb abhäkeln. Und zusammen abmaschen. So sieht das Ganze aus.
Und in die letzte Masche wieder ein Stäbchen häkeln. Und fertig ist die Musterreihe. Als nächstes kommt ein Muster, was sich ja, über die Hälfte des Oberteils zieht. Ihr könnt auch jetzt hier zusammenfügen. Damit sich das Ganze nicht so verdreht. Und dann können wir auch im Kreis häkeln. Ihr könnt das Ganze aber auch offen lassen. Ich werde hier mir unten das etwas mit dem Marker fixieren und sobald ich gleich ein paar Reihen gehäkelt habe, kann man den Marker wieder rausnehmen oder das Ganze zusammennähen. Stört ja nicht. Also wie gesagt, ihr könnt das Ganze jetzt offen lassen und immer hin und her häkeln. Ihr könnt aber auch in Reihen häkeln, damit ihr es immer zwischendurch mal anprobieren könnt. So, beginnen wir mit dem eigentlichen Muster. 3 Wendeluftmaschen und in die zweite Masche einstechen, ein Stäbchen häkeln. Und dann ein Umschlag zurück in die erste freie Masche, Faden durchziehen und wieder ein Stäbchen häkeln. Hier am besten auch direkt den Marker setzen, damit ihr nachher die erste Masche gut erkennen könnt. Ein Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein Stäbchen ein. Einhäkeln. Ein Umschlag in die freigelassene Masche zurück. Und wieder ein Stäbchen häkeln. Am Anfang fällt es den meisten recht schwer, diese überkreuzten Stäbchen zu häkeln, aber man gewöhnt sich eigentlich schnell dran. Hier wieder darauf achten, dass die eine belegt ist, eine freilassen, ein Stäbchen häkeln, ein Umschlag in die freigelassene zurück und wieder ein Stäbchen häkeln. Und so wird jetzt die ganze Reihe gehäkelt. Der Anfang ist auch etwas fummelig. Die nächste Reihe wird schon einfacher sein. Nur durch die vorherige Reihe, durch die Abnahmen und so kann auch mal eine Masche etwas enger sein. Aber na gut, das legt sich wie gesagt in der nächsten Reihe. So, und so sieht das Ganze aus. Das Ganze machen wir jetzt eine Reihe lang. Und am Ende müsstet ihr eigentlich dann gut auskommen. Solltet ihr eine andere Luftmaschenkettenanzahl machen, dann könnt ihr auch einmal ein Stäbchen dazu mogeln, falls was fehlt. Das Ende dann mit einer Kettmasche schließen. Und hier ist jetzt ganz wichtig, damit die Naht in der Mitte bleibt, 3 Wendeluftmaschen und euer Projekt drehen.
also in jeder Reihe das Projekt wieder in die andere Richtung drehen und zurückhäkeln. Dadurch bleibt die Naht dann schön in der Mitte und ist nachher nicht so auffällig. Und auch hier dann wieder eine Masche freilassen, ein Stäbchen und wieder zurück in das erste. Und vergesst auch hier den Marker am besten nicht zu setzen, damit ihr die erste Masche wieder erkennt, damit das nicht schief wird. So, es geht auf jeden Fall jetzt Reihe für Reihe so weiter. Wie gesagt, immer Projekt wenden. Wenn ihr mal irgendwie eine Masche zu wenig habt, könnt ihr sie leicht bei diesem Muster auch dazu mogeln. Ansonsten habe ich die Stäbchen immer, oder die Überkreuzungen immer übereinander. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wie breit das Ganze wird. Also ich bin hier bei einer Breite von 40. Aber das Ganze ist sehr elastisch und das soll es ja auch sein, wenn man nachher ein trägerloses Top haben möchte. Ab hier wird jetzt erstmal insgesamt 27 Reihen mit verkreuzten Stäbchen gehäkelt. Achtet aber wie gesagt hier drauf, dass die Naht in der Mitte bleibt. Als nächstes werde ich diesen Blütenköpfe bzw. Blätterchen hier oben einmal eine Reihe dazufügen, weil das Ganze dann etwas besser aussieht, finde ich jetzt zumindest. Also wer nicht möchte, kann auch weiter die überkreuzten Stäbchen häkeln. Ansonsten jetzt eine Reihe von diesen Blüten. Dazu mache ich wieder drei Wendeluftmaschen, drehe das Ganze, lasse die ersten zwei Maschen frei und steche in der dritten ein und häkle fünf Stäbchen in diese eine Masche. Wieder den Marker setzen. So, dann wieder vier freilassen. Und in die fünfte fünf Stäbchen. Der Vorteil hierbei ist auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr durch dieses Blütenmuster nachher auch noch eine Kordel ziehen, falls ihr das Ganze ein bisschen ternähren wollt. So, wie ihr hier seht, diese Naht ist so gut wie gar nicht zu erkennen. Na, überall da, wo die Marker drin hängen, ist eigentlich die Naht. So, wieder vier freilassen und in die fünfte fünf Stäbchen. Das Ganze jetzt einmal rum. Und dann geht es schon wieder weiter. Achtet darauf, dass ihr in die richtige Richtung häkelt mit den Fünfergrüppchen. Denn wenn wir jetzt in dieser zweiten Reihe wieder die Reliefstäbchen nach vorne ziehen, schaut, dass die richtige Seite auch nach vorne schaut. Na, also dass mit dem unteren Teil hier auch oben übereinstimmt. Weil je nachdem, wie viel Reihen ihr häkelt, kann es sein, dass ihr mit dem rechts und links wieder zurückhäkeln nicht gleich mit dem auskommt, wie ich jetzt hier in die Richtung häkel. So, und weiter geht's. Also
Wir fügen jetzt wieder die ersten beiden Stäbchen zusammen. Das erste Reliefstäbchen halb abhäkeln. Dann nochmal die zweite packen und das Stäbchen halb abhäkeln und das Ganze zusammenfügen. In die mittlere Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. In die vierte ein halbes Stäbchen häkeln. Zwei Laschen auf der Nadel und die letzte als Reliefstäbchen zur Hälfte abhäkeln, drei Laschen und gemeinsam abmaschen. Also ein Reliefstäbchen nach vorne, zur Hälfte abmaschen, zwei Laschen auf der Nadel, das nächste Stäbchen zur Hälfte abmaschen, drei Laschen und gemeinsam abmaschen. In die Mitte ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Vorletzte wieder ein halbes Stäbchen, zwei Laschen auf der Nadel und das letzte als Reliefstäbchen zur Hälfte abhäkeln, drei Laschen auf der Nadel und gemeinsam abmaschen. Wenn ihr einmal komplett herumgehäkelt habt, folgen danach wieder 27 Reihen, also so wie unten auch, 27 Reihen überkreuzte Stäbchen. Und so sieht's aus. Schön gleichmäßig. Hier nochmal ein paar Bilder. Und weiter geht's. So, am Ende der Reihe macht ihr das gleiche wie unten auch. Als nächstes würden jetzt wieder die drei Wendeluftmaschen kommen. Dann dreht ihr das wieder. Macht einen Umschlag, lasst die erste Masche frei, stecht in die zweite ein, häkelt ein Stäbchen, einen Umschlag zurück in die freigelassene Masche, wieder ein Stäbchen und so weiter und so fort. Hier wird wieder die erste Reihe vielleicht etwas kniffliger werden, da sich durch die Abnahmen, die Maschen vielleicht mal etwas zusammengezogen haben, aber ab der nächsten Reihe dann wird es wieder leichter. Eine Masche freilassen, in die zweite ein Stäbchen, in die freigelassene zurück, ein Stäbchen und fertig. Also wie gesagt, 27 Reihen, geht der ganze Spaß jetzt so weiter. Wem das Ganze zu stupide ist, rate ich zu einem zweiten oder dritten Häkelprojekt. So habe ich es meistens auch. Aber an sich geht das Muster eigentlich recht fix. Und so sieht jetzt das Ganze aus. 27 Reihen, Blättermuster und nochmal 27 Reihen. Und hier oben werde ich jetzt das gleiche Muster wie unten und in der Mitte nochmal hinmachen, nur dass ich diesmal die Blätter zwei, drei Reihen lang häkeln werde, als Abschlussborte. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Fühlt sich sehr angenehm an. Trotz Glimmerfaden mit drin kratzt es nicht. Also lässt sich auch gut auf der Haut dran. So, hier habe ich jetzt schon mal eine Reihe mit Blättern gehäkelt, weil wie es geht, wisst ihr ja. Ich zeige euch jetzt die zweite Reihe und zwar müsst ihr hier in die Mitte einstechen, quasi da, wo das Stäbchen, die Luftmasche und das Stäbchen sind. Bildet sich ein großes Loch und da stechen wir jetzt ein. Zu Anfang drei Wendeluftmaschen, dann dort einstechen in dem großen Löckchen und da die fünf Stäbchen reinhäkeln.
Ich setze mir auch hier wieder einen Marker. Und dann haben wir im Grunde jetzt nicht das Zählen mit den vier Maschen, sondern ihr benutzt einfach von der nächsten Blüte auch wieder die Mitte, das Loch von dem Stäbchen, der Luftmasche und dem Stäbchen und häkelt dort auch wieder fünf Stäbchen hinein. Ganz leicht. Und das auch in der nächsten und vielleicht auch in der übernächsten Reihe, so lang, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich werde hier nur drei Reihen häkeln, weil dann reicht mir das von der Borte her, sonst wird es zu weit und auch das Häkelstück zu lang. Man könnte sich jetzt auch nachher so Blütenträger häkeln, würde auch gut aussehen. Auf jeden Fall, so geht es dann weiter, Reihe für Reihe, so viele Reihen wie ihr möchtet und dann seid ihr auch schon fertig. Und so sieht es am Ende aus. Um das kleine Gummiband zu verstecken, werde ich jetzt als Abschlussreihe nochmal eine Reihe feste Maschen häkeln. Denn die Abschlusskante von diesen Blüten ist zu dünn, da würde das Gummi durchschauen. Ich habe zwar ein recht dünnes Gummiband dafür geholt. Die Dicke kann ich euch jetzt leider nicht sagen, aber die Dicke ist ungefähr wie von einer Wollnadel. Und lässt sich halt am besten verstecken, wenn ihr eine Reihe feste Maschen häkelt. Wie man sieht, ist das Maschen. Muster so ein bisschen dicker, dass man das Gummi hinten in der hinteren Reihe, ich zeige euch jetzt auch noch mal kurz, wie ich hier einsteche, hier in diesen Knubbelchen, die sich da gebildet haben, gut drin verstecken kann. Aber man muss ja bedenken, wenn ihr das anzieht, dehnt sich das Ganze ja und es würde vorne durchschauen, das Gummiband, ne? Leicht durchglimmern, wie auch immer. Deswegen gehe ich hier in der Innenseite durch diese etwas dickeren Knötchen, die sich da gebildet haben. Und ziehe dann das Gummiband durch. Außerdem habt ihr da auch eine gleichmäßige Struktur, wo ihr euch auch vom Einstechen immer dran halten könnt. Wie ihr seht, es blitzt nichts durch. Am Ende habe ich mir gedacht, ist das Ganze für mich etwas zu langweilig am unteren Rand. Also habe ich mir gedacht, ich werde hier ein paar Druckknöpfe anbringen. Einfach nur als Highlight. Nicht um sie zu benutzen oder irgendwas zusammenzudrücken, sondern einfach nur für einen optischen Look. Hier setze ich auf jede zweite Blüte einen Druckknopfring nach innen. So kann man das Ganze auch natürlich zwecks entfremden. Und sieht am Ende so aus.